Heute bin ich mit Sven Hannawald unterwegs, der mir eine seiner schönsten Strecken zeigen möchte. Wir werden vom Kochelsee über die Kesselbergstraße am Walchensee vorbei nach Garmisch fahren, wo ich früher auch das ein oder andere Mal auch meinen Wettkampf hatte. Und von dort aus zum Eibsee. Das Autofahren, weil es so unterschiedliche Formen und Facetten gibt. Eine Autofahrt macht für mich besonders, dass wenn ich die Tür zumache, ich mit mir allein bin und man lässt so seine Gedanken kreisen. Fahrspaß habe ich auf der Rennstrecke zum Beispiel, da kann ich mich ausleben. Für mich ist der Fahrspaß auch, wenn du im Auto sitzt und dann ist für mich erstmal zweitrangig, wo ich bin, sondern so richtig, dass ich den Motor höre. Das, was wir heute machen, ist so ein bisschen ja, Urlaub gepaart mit Fahrspaß. Die Strecke habe ich ausgesucht, weil es einfach dann dir wirklich dann auch den Einblick in die schöne Bergwelt gibt. Und wenn man da mit dem Auto natürlich bei schönem Wetter oder wie heute dann bei erträglichem Wetter dann einfach auch fährt, hat man einfach eine schöne Sicht und kann das auch besser genießen. Also ist Autofahren nicht nur für dich von A nach B kommen, sondern auch Entspannung? Es kommt auch darauf an Tagen wie heute, dann habe ich auch da den Blick. Und wenn ich jetzt natürlich aber weiß, wir müssten jetzt in 20 Minuten am Eibsee sein, würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viel rechts und links blicken. Aber heute haben wir die Zeit und dementsprechend kann ich auch das halt mehr genießen. Also ich bin ja jetzt schon total fasziniert, wohin du mich entführt hast. Wenn man jetzt in der heutigen Zeit mit seiner Ruhe, die man dann auch hat, keinen Terminstress, wenn man dann mal solche Strecken fährt, hat man einen ganz anderen Blick oder eine ganz andere Wahrnehmung von dem Drumherum. Hier sind wir jetzt an der Schanze. Wow. Jetzt sind wir in meinem Terrain. Wie ist es für dich, wenn du jetzt hier hochfährst? Ich freue mich einfach wieder da zu sein und schwelge natürlich in Erinnerungen damals, wo unten die Hütte voll war mit Zuschauern. Ja, gerade in dem Jahr, wo es bei mir dann auch so gut ging, kann man das natürlich auch genießen. Ja. Ich meine, man weiß, man hat gute Form. Man macht dann auch so eine, eigentlich auch so eine Art Show. Ja. Also man weiß, okay, heute kommt keiner an mir vorbei und ich kann den Tag so zelebrieren. Ist es der Traum vom Fliegen oder was hat dich dazu bewogen, Skispringer zu werden? Es ist einfach der Reiz, also man weiß, man kann es sich nicht vorstellen, dass Leute durch die Luft fliegen und brauchen eigentlich nur zwei Ski dazu. Warum bist du dann vom Skispringen direkt in den nächsten Extremsport gegangen, zum Rennen fahren? Als ich damals mit Skispringen aufgehört habe, habe ich viele Sachen angefangen auszuprobieren, wo ich gemerkt habe, dass mir irgendwas fehlt. Bin dann irgendwann mal beim Motorsport hängen geblieben, wo ich gemerkt habe, das ist wieder Adrenalin, fließt wieder. Ich habe irgendwo einen gewissen Respekt dem gegenüber. Was aber der Unterschied ist, ist, dass ich für mich weiß, dass ich es, selbst wenn ich es jetzt zu 100% professionell angehe, es nie mehr zu einem Formel-1-Fahrer oder zu einem DTM-Fahrer reichen wird. Und das gibt mir aber auch die Luft, dass ich weiß, ich komme eh nicht hin, also nehme ich es lockerer, in Anführungszeichen. Die GT Masters bist du ja sogar mit einem Formel-1-Fahrer gefahren. Wie war das denn? Zu meiner Skisprungzeit damals haben wir immer Formel 1 geguckt und mit dem Heinz-Harald Frenzen zusammenzufahren, war für mich ein absolut bewegender Moment. Was war so das, was dir am meisten gefallen hat, deine Highlights? Also die Strecke war halt super und am besten haben mir gefallen die zwei Ausblicke. Zum einen auf dem Kochelsee und das andere Mal auf dem Walchensee mit der Verbindung Berge und Wasser.